Hi, ich bin Paul Dyer, hier live von der Hanse Golf Messe 2016, wo ich täglich drei verschiedene Vorträge mache. Dieser Vortrag geht ums Putten und drei oder vier verschiedene Wege, wie Sie das Putten verbessern können, ohne Übungszeit. Übungszeit, wie ich gleich sagen werde, ist sehr wertvoll und das wollen wir nicht stören mit verschiedenen Putt-Ideen. Aber alles in diesem Video, in diesem Vortrag, können Sie lernen, ohne daran zu arbeiten. Viel Erfolg damit! So, herzlich willkommen nochmal auf der Volvo Golf Arena. Und in unserem letzten Vortrag hatten wir ein bisschen was zum Thema Wedge gesagt. Und jetzt machen wir Putten. Und wir machen deswegen diese Themen diese Woche, weil wir suchen nach Bereichen in Ihrem Spiel, wo Sie sich verbessern können, ohne so viel dafür zu tun. Und das aus zwei wichtigen Gründen. Das erste, weil, wie wir festgestellt haben, in den ganzen Vorträgen heute und gestern, ist, dass die meisten von Ihnen haben irgendwo zwischen einer halben Stunde und eine Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr pro Woche zu üben. Also reine Übungszeit. Und wenn Sie diese Übungszeit sinnvoll investieren möchten, dann Eisen 7 geradeaus auf der Range ist nicht gerade das Beste, was Sie damit machen können. Und Schwungumstellung ist vielleicht sogar das Schlechteste, was Sie machen können. Wenn Sie nur eine halbe Stunde haben, stellen Sie bloß nichts um. Weil in den letzten 3 bis 5 Jahren wissen wir mittlerweile so viel über motorisches Lernen und wie das Gehirn tatsächlich Bewegung lernt, dass wir wissen, eine Bewegung, die Sie täglich machen oder wöchentlich machen, umzustellen zu irgendwas anders und nicht mehr diese ursprüngliche Bewegung machen, ist ja wahnsinnig anstrengend. Versuchen Sie mal anders zu schwimmen oder anders Fahrrad zu fahren oder anders zu ein Auto zu fahren. Es ist wahnsinnig schwierig umzustellen, weil sehr viel, was Sie machen, passiert einfach automatisch. Als Sie hierher gefahren sind im Auto heute, haben Sie links und rechts abgebogen und geblinkt und gestoppt und gebremst und alles, ohne dass Sie darüber nachgedacht haben. Und das tun Sie auch genauso auf dem Golfplatz. Glaubst du oder nicht, es ist tatsächlich so, dass viele dieser Kompetenzen, die Sie besitzen, ein Chip zu machen oder einen Schlag aus dem Rough oder mit der Bergablage klarzukommen. Diese Dinge machen Sie eigentlich unbewusst und nicht wirklich bewusst. Und Sie wissen, was passiert, sobald man irgendwas Bewusstes umsetzen will. Ja, sei es ein neuer Griff oder die Aufschwungbewegung zu verändern oder mehr zu drehen oder all diesen Tipps, die man bekommt von Golflehrern, die Ihnen einfach so mal einen Tipp geben und Sie schlagen 2 Monate schlechte Bälle. Weil eigentlich so funktioniert das nicht im Gehirn. Das geht einfach gar nicht. Wir lernen Bewegungen nicht so, sondern wir lernen durch Erfahrung, wie wir beobachten mit Kindern. Wenn Kinder lernen, Fahrrad zu fahren oder zu gehen oder so, die lernen durch die Erfahrung, die sie sammeln. Und so haben sie auch übrigens Auto gelernt, Autofahren. Sie sind Auto gefahren überall in verschiedenen Ländern und so. Und jetzt können sie ganz gut Auto fahren, weil sie diese Situationen alles erfahren haben. So, es geht ja nicht darum, ihre Bewegung umzustellen, sondern irgendwas anderes darüber hinaus zu lernen. Wir hatten das Beispiel heute Morgen gesagt, sie wollen ihr Slice nicht weghaben, nicht komplett weg, sondern sie wollen irgendwas anderes darüber hinaus machen. Rory McIlroy kann, wenn er möchte, einen riesen Slice-Kurve machen. Und wenn er hinterm Baum ist und das Grün ist dahinter, ist das wunderbar für ihn. Er muss es können. Und deswegen wäre es auch nicht schlecht, wenn Sie es können. Es ist nur dann schlecht, wenn das das Einzige ist, was Sie können. Weil dann ist es natürlich problematisch. Sie müssen jetzt dazu irgendwas anders machen können. Aber nicht den Slice umstellen. Und deswegen suchen wir nach Dingen in diesen Vorträgen heute, dass Sie schnell umsetzen können, ohne irgendwas umzustellen. Das heißt, dieser Putt-Vortrag jetzt geht nicht um irgendeine neue Putt-Technik, die jetzt alle machen sollten. Weil ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass all diese Leute zusammen dieselbe Puttbewegung machen müssen. Wenn man sie anguckt, die sind alle unterschiedliche Größe und Breite und so weiter. Die haben alle unterschiedliche Handicaps. Und es kann nicht sein, dass die alle gleich putten müssen. Das wird es nicht geben. Also die neueste Lernmethode und das neueste Ding in Golf Digest ist alles super interessant zu lesen.
und bezieht sich sicherlich auf ganz tolle, interessante Dinge. Aber nicht alles kann für uns wichtig sein. Und wenn Sie nur eine halbe Stunde oder eine Stunde Übungszeit haben wollen, da gibt es Dinge, die Sie üben müssen, die wichtig sind, wo Sie Schläge sparen. Und darum geht es hier. Gutes Golf zu spielen ist Ball im Loch mit wenigen Schlägen. Dazu gehört weit vom Tee schlagen. Das kommt heute später. Und dazu gehört einen guten Chip in der Nähe der Fahne. Das haben wir heute Morgen gemacht. Und dazu gehört gutes Putten. Also diese Schläge auszuführen und Spaß an dem Ballflug zu haben, gehört sowieso zu besser spielen. Und dann fragen wir uns, okay, wenn ich mit Ihnen auf den Golfplatz gehe, mit allen, das, was wir machen, bevor wir Golfunterricht mit Ihnen machen, wir gehen auf den Golfplatz und schauen 3, 4, 5, 6 Löcher an, was Sie tun. Und dann haben wir ein Bild von einem Golfer und sehen, aha, der schlägt nicht so weit vom Abschlag, dafür sehr gerade. Sein Pitchen ist nicht so super, der kommt aber gut aus dem Bunker und der puttet so und so weiter. Wir haben ein ganzes Profil und dann können wir sagen, wichtigste Frage überhaupt, naja, so wie viel Zeit haben Sie dann zu üben? Und normalerweise, diese Frage stelle ich seit 10 Jahren, und normalerweise kriege ich eine Antwort irgendwo zwischen eine halbe Stunde und 90 Minuten pro Woche. Das ist halt Schnitt. Ja? Es mag sein, dass der ein oder andere hat 10 Stunden pro Woche Übungszeit, wunderbar. Und einige haben nur 10 Minuten. Einige üben überhaupt gar nicht, ja, sondern gehen auf den Golfplatz und einfach losspielen. Und da ist es auch natürlich in Ordnung. Aber wichtig ist, was können wir in dieser kurzen Zeit machen, sei es 2 Probeschwünge, bevor sie losspielen, oder sei es 5 Stunden Übungszeit pro Woche. Wir müssen das Maximum daraus holen. Deswegen ist es natürlich super spannend zu wissen, dass es manche Dinge gibt, die man gar nicht üben braucht, um besser zu werden. Und wir haben beim Wedge gesagt heute, man muss nur wissen, wie der Schläger an sich funktioniert, um höher fliegende Lobschläge zu machen. Und nachher beim Drive werden wir erzählen, wie man länger schlagen kann, die Drive-Länge maximieren, ohne Fitness und ohne Schwungumstellung. Wie geht denn das? Das kommt später heute um 3:30. Und jetzt geht es darum, wie kann ich besser putten, ohne irgendwas umzustellen. So, wie können Sie besser in jetzt 15 Minuten putten. Ja, also um 20 vor müssen Sie alle jetzt besser putten. Und es ist unsere Aufgabe, jetzt das zu erklären. So, Jan, wie machen wir das? Nein, so. Im Putten gibt es 2 wichtige Bereiche, die Sie können müssen. Und zwar, wenn Sie beobachten, wie Leute auf den Grün putten, wenn sie üben, bei uns, wenn wir Mittagessen nehmen in Timmendorfer Strand, wir gucken aus dem Fenster und da ist ein Putting-Grün und wir schauen, wie die Leute putten, bevor sie auf die Runde gehen. Und alle machen es gleich. Sie nehmen 3 Bälle in der Hand, werfen sie hin und putten 3 Bälle auf circa so eine Länge von hier zum Loch. So was, ne? So 4, 5 Meter oder so. Und die putten diese 3 Bälle alle hin, gehen zum Loch und lochen sie alle ein und dann suchen noch ein Loch, auch genau diese Länge und machen weiter ums Grün herum und nach 10 Minuten Schluss und weiter. Ja? Und das, diese Form der Übung hat ihnen nichts gebracht, eigentlich. Weil das ist eine nicht so ganz sinnvolle Art und Weise, mit ihrer Übungszeit, ihr sehr wertvolle Übungszeit, umzugehen. Weil es gibt 2 Putts, die noch viel wichtiger sind als 5-Meter-Putts. Es gibt der Putt, ca. 1,25 Meter lang. Ab 1,25 Meter wissen wir, dass für einen Durchschnittsgolfer ihre Fähigkeit, den Ball einzulochen, wie Sie genau wissen, geht ziemlich im Keller. Ja, von so weit weg sind wir alle relativ gut. Ja, ich bin super von so 40 Zentimeter, ich kriege alles rein. Und dann irgendwann bröckelt das ein bisschen weg. Und ab 1,25 Meter geht die Erfolgskurve richtig im Keller. Bei uns allen. Es ist halt so, weil wir sind weiter weg und leider das Loch bleibt die gleiche Größe. Insofern, das ist halt mal so. Und die nächste interessante Länge ist bei 10 Metern. Und bei 10 Metern fängt die Wahrscheinlichkeit an, einen Dry-Putt zu machen, sehr groß zu werden. Ja, so bei 9 oder 10 Meter ist es dann problematisch, dass sie den Ball überhaupt innerhalb einen Meter ranbekommen. Und deswegen könnte ein Dry-Putt sein, aus demselben Grund. So eigentlich, wenn sie auf den Putting-Grund gehen, müssen sie 1,25 Meter Putts oder sagen wir Meter Putts und 10 Meter Putts. Aber von 5 Meter in der Mitte von den beiden Dingen sind die Chancen einzulochen so gering,
dass man es auch nicht erwartet so richtig. Es ist völlig okay, weiß jeder, dass von dieser Länge nicht jeder Putt reingehen muss. Das ist ja klar. Aber es ist auch wiederum nicht so weit weg, dass ich dann 5 Meter vorbei putte und ich sehe ein bisschen bescheuert aus. Insofern ist es eine sehr angenehme Länge zu üben. Insofern, wenn Sie ganz kompetent aussehen wollen, und es geht ihm um die Ästhetik, und natürlich, es gibt einige Golfer, die deswegen spielen, dann machen Sie so weiter ab 5 Meter. Wenn Sie aber was lernen wollen und tatsächlich üben wollen, 5 Meter bringt Ihnen nicht so viel. Also der erste Tipp eigentlich ist, üben Sie das, was bringt. Ab 1 bis 2 Meter können Sie Ihre Leistung richtig ankurbeln. Und ab 9 oder 10 Meter können Sie auch eine Menge lernen. Und der Punkt ist, dass kurze Putts und längere Putts sind ganz unterschiedliche Sachen. Die haben so viel miteinander zu tun wie Chippen und Bunkerspiel. Das sind 2 ganz verschiedene Sachen. Trotzdem, keiner spricht darüber, dass die 2 verschiedene Dinge sind, und möglicherweise brauchen sie 2 unterschiedliche Vorgehensweisen bei kurzen Putts und langen Putts. Bei kurzen Putts geht es darum, den Ball, das Ziel zu treffen. Sie werden vermutlich nicht den Ball auf halbe Strecke lassen von 1 Meter, und Sie werden hoffentlich auch nicht 5 Meter drüber hinausschießen, sondern es geht darum, dass Sie das Loch treffen. Die Geschwindigkeit ist zumindest weniger wichtig. Bei 10 Metern ist es genau das Gegenteil. Es kommt natürlich nicht auf 1 Grad drauf an, in der Putterstelle hier. Wenn ich meinen Schlägerkopf durch 1 Grad verkante, links und rechts, dann geht ein 4-Meter-Putt vorbei, nur aus dem Grund, auch wenn ich gerade schwinge. 1 Grad. Und wenn Sie auch Ihre Uhr angucken, ist logischerweise 1:58 ist schon 6 Grad. Und mit 1 Grad geht es schon vorbei. Das ist über 10 Meter gar nicht so wahnsinnig wirklich. Wichtig ist bei 10 Metern, dass Sie das Gefühl haben, den Ball innerhalb 1 Meter ranzurollen. Ob er ein bisschen links oder rechts ist, das ist bei 10 Metern gar nicht so wichtig. So, es geht jetzt darum, was können Sie dann lernen und was können Sie üben, um die beiden Dinge besser zu machen. So, Dan wird jetzt für uns ein paar Putts machen. Und wir beginnen vielleicht mit den kürzeren Putts. Und wir haben eine ganz tolle Fähigkeit mit unseren Löchern. Wir können sie dichter ranbringen. Das können Sie sonst nicht. Und ein Fehler, den wir sehr, sehr, sehr häufig sehen, bei kürzeren Putts und nicht bei längeren Putts, ist das, was Dan jetzt macht. Wir waren gerade bei Callaway. Übrigens, wenn Sie besser putten wollen, holen Sie auch erstmal einen Odyssey Putter, weil dann geht es so viel besser. Ja? Schmeiß die Cameron-Dinger weg und hol mal eine von diesen blauen Dinger, die sind super. Aber der Fehler, den er macht über diese kurze Strecke, ist jetzt zu sehen hier. Ja, der macht den Fehler jetzt. Und das ist ein Fehler, den wir sehr, sehr, sehr häufig sehen. Und ich verbringe meine Zeit als Golflehrer im Putten meistens um diesen Fehler, den er jetzt macht. Sehen Sie das schon? Macht er jetzt. Okay. Dreh mal um, Dan, und putte gegen die Matte. Und wir machen das ein bisschen klarer. Und zwar, wir haben dann 35-Inch Putter geholt, also Herren-Standard-Putter, und Dan ist ungefähr Standard in den meisten Sachen. Und wenn man beobachtet, wie er steht zu diesem 35-Inch Putter, sieht man, dass der Blick aus seinen Augen heraus ist eher auf das Loch gerichtet und gar nicht auf den Ball. So dass, wenn er geradeaus schaut, sieht man, dass er in eine Kurve guckt. Ja, so für die anderen. Wenn ich nach vorne, wenn aufrechte Körperhaltung und nach vorne schaue, dann schaue ich in eine Kurve und gar nicht gerade. Und das ist für kurze Putts gar nicht so gut, weil es ist sehr schwierig, die Linie des Putts zu bestimmen. So, das, was wir eigentlich machen müssen, ist dafür sorgen, dass Dan besser schauen kann und das Zielen besser machen kann. Weil Zielen und Ausrichten, wie wir wissen, mit dieser 1-Grad-Nummer, ist sehr wichtig. So, was wir machen, wir drücken dann nach vorne. So. Und Moment. So. Jetzt nicht bewegen, denn ich beschreibe dir 20 Minuten mal jetzt diese Position.
Und zwar, was wir jetzt haben, ist der obere Teil der Wirbelsäule hier relativ flach. So würde ich ein Loch hier in Dans Kopf bohren. Ich glaube, da ist schon ein Loch hier, der hier rauskommen würde. Er würde seinen Kopf jetzt auf einen Spieß drehen, ja, auf eine Achse. Und wie man sieht, wenn er guckt, er schaut jetzt die Linie entlang. Ja? So, wenn ich dann hier bin, gucke ich die Linie entlang. Und es ist sehr, sehr viel einfacher zu zielen, wenn man so steht. Ja? Das Problem ist, wenn du wieder umdrehst, Dan, und zeigst die Leute, wie es von vorne ausschaut, dass wenn man ein Typ wie Dan in normale, zumindest höher, in diese Position hineindrückt, dann sieht man, dass die Arme sehr doll gebeugt sind. Ja? Und das sehen wir sehr häufig, weil er immer noch den Griff hier anfassen will und muss die Arme beugen, um das hier hinzubekommen. Und ich sehe häufig sogar Tipps im Magazin und so weiter, wo tatsächlich das empfohlen wird, dass man die Arme beugt. Aber eigentlich, ist ein bisschen schmerzhaft dann, ich weiß, aber es ist bald vorbei. Eigentlich ist es so, dass die Arme gebeugt zu halten, ist ein sehr ungünstiger Weg, wenn es um 1 Grad Schlagflächenausrichtung geht, ist ein sehr ungünstiger Weg, den Putter zu führen. Was sehr viel besser wäre, ist, wenn die Arme mehr gerade wären. So kurze Putts kann Dan sehr viel besser so ausführen. Und wenn er ein paar Bewegungen hin und her macht, dann sieht man, wie einfach die Bewegung ausschaut. Und ich habe in der Golfschule ganz viele Videos, wo ich jemandem nur das gebe, die ein Vorher- und ein Nachher-Video zeige. Und schau mal, wie viel besser deine Puttbewegung ist, obwohl wir eigentlich gar nichts an der Bewegung gemacht haben. Auch in sinnvoller Nutzung von ihrer Übungszeit. Und wenn Dan hin und her pendelt, man sieht hier, dass die Schulter pendeln und automatisch nur durch die Körperhaltung, der Unterkörper ist sehr ruhig, die Arme sind sehr ruhig, weil sie eher locker runterhangen und nicht gebeugt sind. Also es ist eine ergonomisch sehr günstige Position. Und deswegen natürlich würde man sagen, naja, Dan, aber das Ding hier, guck mal, das ist so viel zu lang doch. Das geht ja nicht. Insofern müssen wir einen kürzeren nehmen. Und das Gute mit der kürzeren Putte, das würde Dan zwingen, diese Haltung einzunehmen, weil das Stück ja weg ist. Ja? Und das wäre super. Und viele Golflehrer und Putt-Leute sagen, hey, das ist der Weg, schneid das Ding ab, Putter-Fitting ist der Weg, alle Putts kurz. Weil die meisten unterwegs sind in dem Bereich Kurzputts über diese Strecke. Bis 3-4 Meter oder so. Und wenn Sie gucken, all diese Tipps und Sachen, die es überhaupt gibt, sind alles für Richtung gedacht. Und das ist alles super. Wenn Sie nur, wenn Sie zum Beispiel Rory McIlroy sind und Sie haben nur einmal in pro Runde, wenn überhaupt, einen 10 oder 12 Meter Putt und sonst pfeffern Sie die an die Fahne, dann vielleicht können Sie das auch so machen und ist alles gut und vielleicht erhöhen Sie somit Ihre Birdie-Chance. Das kann ja sein. Aber bei uns ist es natürlich nicht so. Nicht immer putten wir beide aus, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht, aber bei uns ist es nicht immer aus 2 Meter für Birdie, sondern häufiger haben wir ein bisschen länger und es ist eher 2 Putts für Paar. Aber wenn man, komm dann das letzte Mal jetzt, ja, dann gibt der Rücken auf. Wenn man in diese Position einkommt, ist zumindest kurze Putts sehr wichtig. Und dann kann sehr viel besser, mach einen geraderen Putt, sehr viel besser die Linie sehen und auch dafür die Linie des Putters besser führen, wenn er puttet. Und es gibt eine ganze Menge anderer Dinge, die sinnvoll sind, wenn es um kurze Putts geht. Zum Beispiel mit der Schrift oder die Linie auf dem Ball auszurichten. Wer legt die Linie hin und richtet die Linie aus und puttet danach? Einige? No, nicht so viele. Gestern war es mehr. Und wer hat mal die Linie probiert und hat es aufgegeben? Hat jemand das gemacht? Nee? Einer hinten? Ja, genau. Weil es sehr viel Fummel-Dings, oder? Man geht hin und es ist verkehrt und sie gehen wieder hin und es ist wieder verkehrt und dann ihr Spielpartner sind 5 Minuten weiter und sie sind immer noch da am Ausrichten und so weiter. Was man machen kann,
Ja, dann wird das dann, kommen Sie ein bisschen nach vorne, dann sehen Sie das genau, ja. Dan macht das hier, wir machen ein Loch hier hinten, Dan. So. Und dann zeigt Ihnen jetzt, wie es geht, ja. Und zwar, der Ball liegt irgendwo auf dem Grün. Und was Sie machen müssen, ist, statt mit normaler Ballmarke zu markieren, markieren Sie mit einem Casino-Chip mit dem Logo der Better-Golf-Schule drauf, ja. Und wir haben unser Logo deswegen konzipiert, so dass es eine Linie ist. Ja? Ganz schlau, ja? Da sind wir Better Golf, ja, Linie. Sonst hätten wir es irgendwas anderes genannt. Und was man macht, ist, man macht die Linie grob Richtung Loch. Ja, nur grob. Und was man dann macht, ist, dass weil diese Linie Richtung Loch zeigt, dann guckt nochmal an und sagt, aha, es ist nicht genau auf diese Linie, sondern 5 vor oder 10 nach oder was auch immer. Und man nutzt die Linie auf dem Marker, um die Linie auf dem Ball schneller auszurichten. Und so kann dann schnell rangehen und nur sich orientieren an der Ballmarke. Und das geht viel schneller. Ja? Und deswegen können Sie es machen. Und bei, so, das ging richtig schnell. Ja? Und bei kurzen Putts, es ist leider in Werder Bremen Farbe, aber das, no? In HSV, nein, das will man auch nicht haben. Aber in anderen Farben gibt es da drüben auch bei uns, solche Dinge zu haben. Ja, nicht haben, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist super für Kurzputts. Alles wunderbar. So wie Putters wie dieser hier, auch für kurze Putts wunderbar. Und praktisch alle Erfindungen, die es im Putten gibt, sind super für kurze Putts. Aber kurze Putts ist nicht das, womit wir ein Problem haben. Wenn Sie einen Dry-Putt machen, das war ganz selten wegen des kurzen Putts. Sondern eher deswegen, weil der kurze Putt eigentlich ein bisschen so weit weg war, dass Sie es locker lochen konnten. Und eigentlich geht das Ganze um Distanzkontrolle. Und wenn Sie über Distanzkontrolle schauen, dann sehen Sie, da ist nicht gerade viel, was man lernen kann. So, ja, ein bisschen Rhythmus und Umfang des Schwungs und so. Und damit hört das auf. Da sind tausende Erfindungen für Kurzputzlochen, aber für Längerputz eigentlich gar nichts. Und die Tatsache ist, dass ein langer Putt lässt sich ganz anders spielen als ein kurzer Putt. Deswegen, wir gehen ein bisschen weiter weg, gehen mal zum Auto da. Und wir nehmen das Loch ein bisschen weiter weg. Ja, Sie passen auf das Loch auf. Und jetzt ist die Herausforderung für Dan natürlich nicht mehr, dass er das Loch trifft über diese Länge. Wäre ja schön und die Leute übrigens dann erwarten das jetzt. Ja? Aber es ist nicht unbedingt so, dass man einlochen muss über diese Länge, sondern natürlich ist jetzt Längenkontrolle wichtig. Und wenn Dan seine Position einnehmen würde, so, ist Längenkontrolle jetzt nicht mehr so einfach. Ja, so wie, wenn Sie einen Bunkerschlag machen, stehen Sie anders, ja, als würden Sie einen kurzen Chip machen. Ja, und hier ist diese Position, so gut wie sie ist für kurzer Putts, nicht mehr so super für langer Putts. Und deswegen hat Dan ein 35-Inch Putter mit dem langen Griff drauf, weil jetzt kann er mehr oben anfassen. Und zurück in diese Position, die wir bemängelt haben für kurze Putts. Jetzt ist das sehr viel besser, weil er kann seinen Kopf sehr viel einfacher rotieren und das Gefühl für die Länge bekommen. Jetzt ist es weniger wichtig, dass man genau auf den Boden schaut. Und er kann länger anfassen und das heißt, dass das Schwunggewicht des Puttes länger ist, also höher. Und wenn er jetzt ein bisschen hin und her pendelt, dann sieht man, dass die Handgelenke ein bisschen freier sind. Es ist eine etwas andere Bewegung, nicht bewusst, sondern durch die Ansprechposition anders. Ja? So, wenn er jetzt puttet, der Schläger rotiert mehr, das ist fließender, man sieht, dass die Hüfte so ein bisschen mitbewegen, genau wie es ist mit einem Bunkerschlag gegenüber einem Chipschlag. Und aus dieser Position kann er sehr viel besser Längekontrolle machen. Und das heißt für Sie, wenn Sie putten auf dem Grün, also erstmal probieren Sie das hier aus, dass Sie sagen, okay, wie putte ich überhaupt? Putte ich tief oder putte ich hoch? Und es gibt natürlich kein richtig und falsch, dass zum Beispiel Sie sagen, Ihr Kumpel, na, Sie stehen total verkehrt mit diesen aufrechten Positionen oder was auch immer, oder Sie stehen so verkehrt mit den niedrigen Positionen, sondern es kommt darauf an, was Sie machen wollen. Also Putten sind zwei verschiedene. Ja, wir warten so lange, dann kommen die Leute, hören mir gar nicht zu mittlerweile. Wir haben zwei verschiedene Fähigkeiten, die wir machen
wollen und die haben beide nichts miteinander zu tun. Halten Sie den Ball auf. Genau. Guck mal, perfekte Länge. Ja? Also diese beiden Fähigkeiten haben nichts miteinander zu tun. Und deswegen müssen Sie wissen, ja, wo bin ich denn? Kann ich die kurzen gut oder kann ich die langen gut? Die meisten Leute sagen sofort, ja, die kurzen schlecht bei mir. Und in Wirklichkeit stellen wir fest, wenn wir mit Ihnen auf den Golfplatz gehen, dass es gar nicht so ist. Sondern Sie bilden sich das ein, weil Sie eben Dry Putts machen. Und deswegen von 2 und 3 Meter erwarten Sie, dass Bälle reingehen. PGA Tour Durchschnitt, die besten 100 Golfer der Welt. Aus 3 Meter kriegen nur noch die Hälfte rein. Und das heißt hier, ich glaube nicht, dass es ein PGA Tour Spieler hier ist. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich nicht ganz die Hälfte rein bei 3 Meter, wenn die PGA Tour Spieler, die besten 100 der Welt, das schon hinbekommen. So, das heißt, vielleicht ist es so, dass meine Erwartung bei den kurzen Putts ein bisschen schief steht. Und die Lösung dafür ist natürlich, dass Sie auf dem Golfplatz gehen mit Ihrem Golflehrer, am besten mit Dan, ja, und machen eine Platzanalyse. Und unsere Platzanalyse geht über 3 bis 5 Löcher und wir gucken dann, was können Sie und was können Sie nicht. Und wir wollen Sie nicht umstellen und sagen, aha, Sie sind Slicer, wir stellen Sie um auf Draw. Und wir wollen Sie nicht umstellen und sagen, ja, die Körperhaltung ist jetzt ab sofort so. Sondern man guckt nach individuellen Fähigkeiten und sagen, okay, mit den 30 Minuten, 90 Minuten, was auch immer Sie für pro Woche zur Verfügung habt, wir können das und das und das erreichen in der Zeit. Und dann nicht nur nutzen Sie Ihre Trainingszeit richtig, sondern lernen Sie neue Fähigkeiten über Ihre bereits bestehenden Fähigkeiten hinaus. Also keine Schwungumstellung, sondern einfach neue Dinge dazulernen. So, bevor Sie gehen, ja, Sie da, bevor Sie gehen, ich habe ganz was Wichtiges, und zwar, Sie haben bestimmt noch nicht meine DVD, oder? So, geh schnell mal hin, ja, und besorg meine DVD, weil deswegen steht Dan hier, weil er wollte diese DVDs loswerden, sonst muss er sie alle nach Timmendorf zurückschleppen, und das wollen wir ja nicht machen. Und unsere Leute auf unserer Standfläche Bettegolf da, die wollen die alle loswerden, lassen sie gerne mit sich handeln, aber wenn sie ein bisschen den runterdrucken, kriegen sie es richtig fast for free. Und wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie gerne zu uns. Wir bleiben ein bisschen hier. Sie können eine Frage stellen. Und sonst geht es in, glaube ich, 15 Minuten weiter mit dem nächsten Vortrag. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Eine ganze Menge Infos. Und natürlich mit ein bisschen Messehintergrund und Geräusch. Also ein bisschen mal was anderes. Natürlich gibt es eine ganze Menge mehr Videos in unserer Akademie-Mitgliedschaft. Für 5 Euro im Monat sind Sie dabei mit hunderte von Videos, Practice-Pläne und Artikeln. Sie kommen dahin auf better-golf.de und auf dem Reiter Academy und da können Sie Mitglied werden und alles gucken, was wir da haben. Viele Videos wie dieser. Diese war ein Geschenk für Sie. Viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns gleich bei Academy-Mitgliedschaft.